Warte mal, wie spät haben wir? Und schon 7 Uhr? Der Kleine muss auch in die Schule noch und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandhex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, es ist 7 Uhr und heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht für mich, aber für mein kleines Kind, den Centino. Denn heute ist der allererste Schultag von Centino. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt ganz, ganz schnell nach unten. Aber Freunde, bevor wir nach unten gehen, ihr seht es, ich habe hier sogar meinen eigenen Adventskalender hier in meinem Schlafzimmer aufgehangen. Wenn ihr es noch nicht wusstet, Freunde, ihr könnt auch diesen Adventskalender haben. Besucht dafür einfach centex-shop.de oder klick auf den allerersten Link in der Videobeschreibung und holt dir diesen coolen Adventskalender mit Vitamine, mir, dem kleinen Centino und mit meiner Freundin Centine und öffne jeden Tag im Dezember ein weiteres Türchen für eine weitere Überraschung. Und wenn du so einen Adventskalender hast, kannst du mir gerne ein Foto auf Instagram schicken und dann werde ich die Bilder auf jeden Fall alle von euch liken. Aber ich würde sagen, Freunde, wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sofort ab nach unten gehen, denn der kleine Centino freut sich schon auf seinen ersten Schultag und Kleiner, da bist du ja. Und oh, du hast dich schick gemacht heute. Ja, Papa, ich bin ja kein kleines Baby mehr. Ich kann ja nicht mit Pampers und Schnuller zur Schule. Ich habe mich schick gemacht. Wie sehe ich aus? Du siehst klasse aus, Kleiner. Und hast auch deine ganze Schultasche eingepackt. Ja, also ich habe dort Stifte, meinen Block, meine Bücher, alles eingepackt. Und ich bin so aufgeregt auf meinen ersten Schultag heute. Kleiner, das wird super, dein erster Schultag. Du wirst total viele neue Freunde kennenlernen. Wie war dein erster Schultag eigentlich, Papa? Ja, mein Kopf wurde in die Toilette gesteckt und ich wurde mit Butter abgeworfen. Also, naja, so gut lief er nicht. Aber Kleiner, ist ja auch egal. Dein erster Schultag wird auf jeden Fall super klasse. Oh, geht ihr schon zur Schule, Centi? Oh ja, wir sind so spät dran. Kleiner, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, du schaffst das. Oh ja, du hast deine Mama gehört. Ja, danke schön, Mama. Ich vermisse dich. Tschüss, hab dich lieb. Oh Mann, du mich hast du auch lieb, Kleiner. Nee, dich habe ich nicht lieb. Ja, na super. Aber ich würde sagen, Freunde, da sind wir. Hier ist die neue Schule in der Stadt, wo auch der kleine Centino ab heute zur Schule gehört. Los, los, los. Schnell, 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 Kleiner. Und hier wirst du ab jetzt jeden Tag gehen. Das wird dein neues Zuhause. Ja, oh, so groß ist die Schule. Oh ja, komm mal ganz, ganz schnell mit. Ich werde dich jetzt zur Schule bringen und... Oh, schau mal, der Direktor ist schon da. Hey, schönen guten Tag, wer seid ihr denn? Ich wollte den kleinen Centino gerade in die erste Klasse bringen. Wo muss ich hin? Einmal oben, der Unterricht läuft aber schon seit ein paar Minuten. Oh ja, ja, ist ja in Ordnung. Komm, 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 schnell. Kleiner, so, wir gehen jetzt sofort nach oben. Ich bringe dich jetzt ab nach oben in den Klassenraum und klopf, klopf. Hallo, hereinspaziert. Komm, 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 Kleiner, so, ab geht es rein. Hey, der Unterricht läuft aber schon. Ihr seid ein bisschen spät dran. Ja, tut mir leid, mein Papa hat verschlafen. Kleiner, nee, alles gut, aber hier bin ich richtig, oder? Eine 1B. Ja, ja, genau. Hier ist Ihr Kind auf jeden Fall richtig. Sie können gerne die Klasse verlassen. Ich passe gut auf die Jungen auf. Oh, ja, okay, da würde ich sagen, Centino, hab dich lieb. Viel Spaß in der Klasse. Ja, danke schön, Papa. Tschüss. Oh Mann, Freunde, der Kleine geht jetzt wirklich zur Schule. Schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. In welcher Klasse bist du eigentlich? Das würde mich mal super doll interessieren. Also der kleine Centino ist auf jeden Fall in der allerersten Klasse, wurde neu eingeschult. Und wenn du willst, dass der erste Schultag von meinem kleinen Jungen super gut läuft, dann bitte like das genau jetzt das Video in 3, 2, 1 und jetzt einen Daumen nach oben geben. Ich hoffe, der erste Schultag wird super gut laufen, meinem Kleinen. Hey, mit wem redest du da? Mit gar keinem. Oh, schnell, 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 Freunde. Und raus hier, ey. So, Kleiner, dann stell dich mal bei der Klasse vor. Okay, Herr Lehrer. Schönen guten Tag. Hallo, mein Name ist Centino. Ich bin Centino und ich heiße Centino. Habe ich das gut gemacht? Ja, ja, das sollte eigentlich, denke ich, mal reichen. Dann würde ich sagen, Centino, such dir einen Platz und hol dir direkt hier vorne deine erste Hausaufgabe ab. Ja, okay, Herr Lehrer. Und dann meine Aufgabe. So, und hier ist noch ein Platz frei. Hey, kann ich mich hier hinsetzen? Also jetzt, ich mache hier gerade meine Aufgabe. Ja, okay, ist ja in Ordnung. So, Freunde, dann setzen wir uns hier hin und machen unsere ersten Schulaufgaben. Ich bin so aufgeregt, Freunde. Und du musst mir auf jeden Fall dabei zuschauen. Ich bin total aufgeregt. Okay, was haben wir hier? 5 plus 3, das habe ich glaube ich Papa gelernt. Das ist 8, ganz, ganz easy peasy. Dann 4 plus 4, das ist auch 8. 8 minus 7 ist 1. Perfekt. 1 plus 3, was war noch? 3? 3 mal Papa ärgern plus 1 mal Papa ärgern ist 4 mal Papa geärgert. Und 10 Fische minus 5. 10 minus 5 sind
5, ohne Problem und oh oh, 1 plus 6, Freunde, was für 1.6, ich weiß es nicht, schreib es jetzt unten in die Kommentare, wenn du mir helfen willst, 1 plus 6, was sagt ihr, 7, okay, ihr habt recht, ich glaube es ist 7 und Herr Lehrer, ich bin fertig. So, die Zeit ist um, sehr, sehr gut, kommt alle nach vorne, gebt mir alle eure Hausaufgaben, Santino, du zuerst bitte. Ja, okay, Herr Lehrer, so, ich gehe nach vorne und hier bitteschön, soll ich in die Kiste legen? Ja, ja, genau, leg's einfach dort rein und ich werde mir das Ganze in der Pause anschauen. Du kannst in die Pause schon gehen. Juhu, Pause, 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 yippie, yeah. Und oh, meine Schultasche muss ich noch dahin tun. So, perfekt, und jetzt ab geht es, Freunde, in die Pause. Und ich muss mal auf die Toilette. Und, soll ich hier reinmachen? Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt nach unten und, hey Direktor, wo ist denn die Toilette? Die Toilette ist einmal nach unten. Die linke Tür ist die Jungstoilette. Okay, danke schön. So, wir gehen hier runter. Und die Schule macht mir jetzt schon super viel Spaß, Freunde. Das waren ja total einfache Aufgaben. So, und hier ist die Toilette. So, dann gehen wir mal hier rein. Und Freunde, jetzt mal weggucken. Das ist Privatsache hier. Santino, denkst du, der Kleine wird es gut haben in der Schule? Ja, mach dir keine Sorgen. Ich meine, ihr habt doch super viel zusammen auch gelernt, oder nicht? Ja, ich weiß aber nicht, dass da irgendwelche, keine Ahnung, böse Leute oder so sind, die den Kleinen ärgern oder dass er die Schule gar nicht mag oder irgendwie sowas. Ach, Santi, du machst dir zu viel Sorgen, glaub mir. Dem Kleinen wird es super gut in der Schule geben und er wird ein richtig guter Schüler sein. Nicht so wie du damals. Fertig, und die Pause ist jetzt auch oben und so, ganz, ganz schön. Und hey, was machst du denn hier? Hallo, bist du denn neu? Bist du Santino? Ja, ich bin Santino. Wie ist dein Name? Ich heiße Lisa. Lisa, warte mal, wir sind noch in einer Klasse, oder? Ja, genau, du bist auch in 1B und ich finde dich total toll, muss ich sagen. Ja, danke schön, Lisa, ich mag dich auch gerne. Du hast schöne Ohren. Schöne Ohren? Das habe ich noch nie gehört, aber danke schön. Komm mal mit, wir gehen zusammen in den Unterricht, Lisa, okay? Ja, ich hoffe, ich habe gute Hausaufgaben, ich bin nicht so gut in der Schule. Ich bin eigentlich ganz gut, ich kann dir helfen, wenn du willst. Ja, das wäre total klasse. Wollen wir uns gleich treffen zusammen nach der Schule? Ja, gute Idee, Lisa. Komm. Oh, au, oh, ich bin vor der Treppe gefallen. Komm jetzt, Lisa. Nächster Versuch. Wir gehen jetzt so von unserer Hausaufgaben abholen. Oh, Freund, ich muss sagen, Lisa ist ein total hübsches Mädchen. Ich mag die voll gerne. Ich glaube, das ist meine erste Freundin und hallo? Hey, Santino und hey, Lisa, ihr seid ja beide da. Los, holt eure Hausaufgaben ab. Okay, danke schön, Herr Lehrer. Und alles richtig. Glückwunsch, Kleiner. Du bist echt ein sehr, sehr guter Schüler. Du hast alle Aufgaben richtig bestanden. Und das war dein erster Schultag heute. Ja, sehr, sehr gut. Guck mal, Lisa, ich habe alles richtig. Wow, klasse, Santino. Du bist ja echt richtig klasse. Dankeschön, Lisa. Und komm, sollen wir zusammen jetzt gehen? Ja, komm, wir gehen jetzt zusammen runter. Oh ja, ich habe alle Aufgaben bestanden und ein neues Mädchen kennengelernt. Das ist total klasse. Komm, Lisa, und wirst du auch abgeholt? Nein, ich muss zu Fuß gehen, leider. Nein, nicht zu Fuß. Mein Papa holt uns beide ab, okay? Ja, danke schön, Santino. Du bist der Beste. Dann lass uns hier draußen auf Papa warten. So, und Freunde, ich muss Lisa ein cooles Geschenk machen. Ich habe mich in Lisa verliebt. Sie ist so ein schönes Mädchen. Was soll mir Lisa schenken? Und hier, eine Blume. Wir schenken Lisa eine Blume. Lisa. Hey, Santino, was ist denn eine Blume? Oh, wie schön ist das denn, Santino? Wie romantisch. Ich habe die Blume für dich gepflückt. Lisa, gefällt dir die? Ja, das ist meine Lieblingsblume, Santino. Du bist der Beste. Lass dich umarmen. Hey, danke schön, Lisa. Tschüss, Santino. Ich gehe den Kleinen abholen. Okay, bis gleich. Und so, Freunde, ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt, was der Kleine zu seinem allerersten Schultag sagen wird. Er ist ja endlich jetzt vorbei. Der erste Schultag vom kleinen Santino. Hey, warte mal. Er wartet doch dort. Und, warte mal. Hey, Santino, Kleiner. Hallo, Papa. Und darf ich vorstellen, dass hier ist meine Freundin Lisa, meine neue Freundin. Warte mal, deine neue Freundin, Kleiner. Oh, oh, oh. Hallo, ich bin die Lisa und du bist der Papa von Santino. Ja, genau. Ich bin der Papa von Santino. Ich wollte den Kleinen abholen. Ich wollte fragen, kann ich mit Lisa mich noch ein bisschen treffen nach der Schule? Ja, also eigentlich gar kein Problem. Was wollt ihr denn noch machen? Lisa, was wolltest du machen? Sollen wir vielleicht da beim Kaffee was essen zusammengehen? Ja, Santino, das ist eine super gute Idee. Wir können ein bisschen essen. Ich habe richtig Hunger.
Oh ja, dann würde ich sagen, los, 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 wir gehen ab zum Café, Freunde, ich glaube es nicht. Der kleine Santino hat wirklich eine Freundin in der Schule gefunden. Das ist wirklich total klasse. Dann würde ich sagen, los, 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 ich glaube, hier ist ein super schöner Ort, wo man hier ein romantisches Date haben kann. Hey Papa, das ist kein Date, wir gehen nur essen. Ja, Kleiner, komm mal mit. So, dann würde ich sagen, hier ist doch wirklich ein schöner Ort zu zweit, wo man hier sitzen kann. Lisa, du kannst auch sehr, sehr gerne kommen. Ja, lass uns was Leckeres holen. Oh ja, ich hole euch was Leckeres. Alles gut. Ein Kuchen für uns beide. Oh ja, okay. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne einmal einen Kuchen. Ja, bitteschön. Das macht dann einmal 5 Diamanten. Oh ja, der sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Hier, bitteschön. Und hier habt ihr euren eigenen Kuchen zum Essen. Ja. Ja, dir auch, Santino. Okay, Papa, jetzt tschüss. Wir sehen dich noch ein bisschen. Oh ja, tschüss, Kleiner. Oh, Freunde, wir müssen die beiden beobachten. Wir müssen auf jeden Fall gucken, wie das erste Date ist. Ich glaube, hier sind wir super gut versteckt. Und wir werden jetzt beobachten, ganz, ganz vorsichtig und heimlich, wie das erste Date vom Santino und, hallo? Papa, was kriegst du da unten rum? Jetzt geh nach Hause endlich. Ja, ist ja in Ordnung. Ich mache hier nichts. Ich putze nur hier ein bisschen den Boden. Oh, Papa, du blamierst mich hier die ganze Zeit. Ja, ist ja in Ordnung, Kleiner. Ich setze mich auch hier ein bisschen hin und trinke einen Kaffee, okay? Lasst euch nicht verwirren von mir. Ja, ist ja in Ordnung, aber nerv uns bitte nicht. Oh Mann, mein Freunde, ich glaube es nicht. Der kleine Santino hat jetzt wirklich in der Schule seine erste Freundin Lisa kennengelernt. Und da sitzen sie bleiben, Freunde. Wir schleichen uns ein bisschen an, so. Und da sind sie beide und essen gerade hier gemütlich ihre Kuchen. Lisa, wir können später noch zu mir nach Hause gehen. Ich habe ganz viele Spielzeuge bei mir zu Hause. Ich muss gleich nach Hause gehen. Es wird so ein Spiel. Tut mir leid, wir können uns morgen noch mal treffen. Okay, Lisa, gar kein Problem. Der erste Schultag vom kleinen Santino und direkt die allererste Freundin. Ich glaube, das war doch wirklich ein super guter Schultag von dem kleinen Santino. Das freut mich für ihn. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santixabi. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi. Tschüss, Freunde.